Hallo, willkommen zurück hier im Moonlight Let's Play. Und wie versprochen, habe ich den Haushalt gewechselt und wir sind jetzt erstmal zu Steve gegangen. Zu Steve und dem kleinen Lemmy. Wir werden danach bestimmt zu Ryan und Stella nochmal gehen, aber es kommt mir wie eine gefühlte Ewigkeit vor, dass wir bei Steve waren. Und ja, deswegen wollte ich den auf jeden Fall auch nochmal besuchen. Ich habe den relativ früh schlafen geschickt. Das war wohl ein Fehler. Denn es ist gerade mal 2 Uhr und der Gute steht jetzt schon auf. Mal schauen, was wir denn mit ihm jetzt so Schönes machen können. Ich würde mal drauf warten, bis Lemmy ausgeschlafen ist. Und dann können wir vielleicht mit ihm zusammen ein bisschen was machen. Mir ist auch aufgefallen, er hat gar keine wirklichen Trainingsgeräte so sehr. Vielleicht können wir da ja. Können wir da ja was machen? Ich denke mal. Oder ja, doch. Vielleicht einfach so ein Trainingsgerät hier hinpacken. Ah, das geht nicht mit der Tür, aber da können wir eins hinpacken. Und das passt ja irgendwie auch, das hier in den. Also finde ich zumindest, das hier in die Garage zu packen. Irgendwie. So. Und dann können wir mal hier ein bisschen Gewichte stemmen. Denn ein bisschen Athletik würde ihm auf jeden Fall noch ganz gut tun. Er ist so ausgezeichnet gewappnet für die Arbeit. Aber Athletik ist erst auf Level 8. Und wenn er befördert wird, könnten wir da auf jeden Fall ein bisschen mehr Athletik gebrauchen. Da kann er ja direkt mal für trainieren. Und dann müssen wir uns da auf jeden Fall keine Sorgen machen. Der gute Lemmy ist noch am Schlafen. Aber. Den lassen wir hier gleich mal pieseln. Den kannst du noch ein bisschen kauen. Und dann können wir nämlich zu Steve rübergehen. Dann kannst du hier zu deinem Herrchen gehen. Und dann könnt ihr euch ein bisschen miteinander beschäftigen. Ah, ich meine, Steve ist auch so ganz schön durchtrainiert. Zumindest sieht er auch so ganz schön durchtrainiert aus. Auch ohne dieses harte Training jetzt mitten in der Nacht. Ja, gut, so viel Zeit hat er jetzt gar nicht mehr, bis er arbeiten muss. 3 Stunden. 6 Uhr kommt die Fahrgemeinschaft. Mal gucken, ob sich Lemmy beeilt. Obwohl, das Kauen kannst du auch gleich machen. Na komm, Lemmy, geh erstmal zu deinem Herrchen, zu Steve. So. Du kannst ihn dann gerne ein bisschen bürsten. Umarmen. Oder, nee, lieber Bauchkraulen. Umarmen, dann musst du ihn erst hochnehmen. Und können vielleicht loben fürs ordentlich sein. Und nicht zerstörerisch sein. Was hast du eigentlich für Merkmale? Nicht zerstörerisch und ordentlich ist er schon von Haus aus. Oder naja, was heißt von Haus aus? Eigentlich hat er ja nur drei. Jäger, unabhängig und schüchtern wird er wahrscheinlich von Haus aus gewesen sein, oder? Weil die anderen Sachen erzieht man einem doch. Weil das unabhängig, Jäger und sowas, die kann man einem ja nicht erziehen, glaube ich. Das nicht zerstörerisch, ordentlich und abenteuerlustig schon eher. Ich denke mal, die hat er bekommen. Aber ich denke mal, die hat er schon vor dem Umzug bekommen. Deswegen werden die gar nicht als antrainiert angezeigt. Weil eigentlich werden die ja hier grün als trainiert angezeigt. Aber ich denke mal, dadurch, dass sie dann umgezogen sind, wurde das quasi wie schon vorgegebene Merkmale angesehen. Na, kleiner Lemmy. Oh, okay. Dann geht zur Arbeit. Er stinkt zwar jetzt ein bisschen, aber ist egal. Damit muss man jetzt leben, als Kollege von Steve. Das ist, denke ich mal, nicht so schlimm. Oh, apropos stinken, der Kühlschrank stinkt auch. Ugh. Alles verdorben. Schmeckt alles nicht mehr, können wir alles wegwerfen. Ja, schade, wenn wir die Haushalte wechseln, dass da halt immer das Essen verdorben ist. Ich weiß nicht, vielleicht gibt es sogar einen Mod, dass die Sachen halt nicht mehr verderben. Das wäre fürs Moonlight Let's Play vielleicht sogar ganz gut, aber dann müsste ich jedes Mal einen Mod rausmachen, wieder reinmachen. Weil eigentlich finde ich das ja schon ein bisschen realistischer, wenn die Sachen auch verderben. Du kannst ein bisschen Sammelobjekte erschnüffeln. So, was machst du denn Schönes? Mit den Kameraden abhängen? Wie gut sind wir mit denen befreundet? Oh, nee, brauchen wir nicht mehr.
Oh, dann können wir ein bisschen normal oder vielleicht sogar ein bisschen hart arbeiten. Das können wir vielleicht machen. Aber mit den Kollegen brauchen wir uns auf jeden Fall nicht mehr anfreunden. Genauso wie mit unserem Chef, da sind wir ja richtig gut dabei. Sehr cool. Ja, und wir haben ja mit Steve auf jeden Fall auch immer noch unsere Freundin, die gute Alice. Auch wenn wir hier noch ein paar Affären haben. Ja, zwei haben wir bisher. Wir haben eine in China. Und noch eine. Oh, wir haben zwei in China. Sollten vielleicht mal woanders wieder hinreisen. Wie sieht das eigentlich aus? Über China, über Ägypten, über Frankreich haben wir schon abgeschlossen. Wo waren wir denn das letzte Mal? In Ägypten oder in China? Aber hatten wir nicht in China das auch schon abgeschlossen? War ich nicht mit ihm da auch schon in dem Ferienhaus? Jetzt bin ich verwirrt. Ich dachte, in China hatten wir auch schon Visum Level 3. Das wundert mich jetzt ein bisschen. Hätte ich jetzt gedacht, dass wir das doch schon haben. Lemmy, so knuffig. Ja, einen Bericht können wir gerne abliefern. Können wir wahrscheinlich erst nachmittags. Sieht doch so lustig aus, wie er da rennt. Ah, zum Glück kam gerade nichts. Oh, na, aber wenn du schon hier bist, ne, mein Kleiner, dann kannst du hier eigentlich auch ein bisschen mit dem Ball jagen. Ah, oh, da hat er doch was gefunden. Warte. Das sieht knuffig aus. Wir haben ein Metall gefunden. Sehr schön. Aber wir können das alles auch mal hier verkaufen und so. Oh, hier könnten wir sogar Teile rekonstruieren. Sehr schön. Hier auch. Cool. Aber erstmal spielen wir ein bisschen mit dem Ball, mein Kleiner. Genau. Steigt das dadurch auf? Das Jagen? Weiß ich gar nicht. Hast du die Sachen rekonstruiert? Ja, sehr schön. Das sieht auf jeden Fall sehr interessant aus. Dann kannst du gerne noch ein bisschen weiter die Sammelobjekte erschnüffeln. Ja, wir können auch gerne einen Check überreichen. Aber dann können wir auf jeden Fall hier diesen Hydranten hier vorne hinstellen. Oder stellen ihn mal hier hin. Wo kann man ihn da nicht hinstellen? Dann halt da. Und hoch. Den Hund, den Diamanthund. Kann man ihn eigentlich auf dem Regal oben draufsetzen, theoretisch? Nee, ne? Wahrscheinlich nicht. Aber den Hund können wir auf jeden Fall irgendwo hinpacken. Hier vielleicht. Brauchen wir aber Move Objects on. So, sehr schön. Und ja, dann haben wir den süßen Diamanthund, den der kleine Lemmy gefangen hat. So, das soll tatsächlich aus Diamant bestehen. Sieht eigenartig aus, wie das so glitzert, oder? Das ist eher so, als wäre das fließend. Guck dich das mal an. Als würde der aus Wasser bestehen. Oder als wäre er mit so einer Wasser- oder Gelschicht umgeben, die sich irgendwie so ein bisschen bewegt und das Glitzern der Steinchen verändert. Das ist auf jeden Fall ein sehr interessanter Hund, den der Lemmy da gefunden hat. Du arbeitest bis 14 Uhr, ne? Oh, dein Herzblatt ist in der Nähe. Wo denn? Steht sie denn hier irgendwo rum? Oder warte mal, als was arbeitet denn Alice? Als Tresorknackerin, okay. Vielleicht ist sie ja hier gerade am Einbrechen. Oder es ist halt eine der asiatischen Damen, die hier zu Besuch sind. Wer weiß, wer weiß. Ich sehe hier auf dem Grundstück auf jeden Fall keinen. Aber irgendeine von den Leuten muss es hier sein. Ich weiß jetzt gar nicht. Ich habe nämlich dieses mit dem Herzblatt.
Das kommt ja normalerweise erst bei Ehepaaren, glaube ich. Aber ich hatte das, glaube ich, umgestellt beim Story Progression Mod, glaube ich, dass das entweder bei Partnern oder schon bei Affären kommt. Ich glaube, bei Partnern sogar erst. Dann müsste ja eigentlich Alice hier irgendwo gewesen sein. Naja. Auf jeden Fall so gut geht es ihm jetzt nicht mehr. So, was haben wir hier? Ein Seminar abhalten. Was für ein Seminar denn? Keine Ahnung. Auf jeden Fall können wir hier den Scheck überreichen. Aber vielleicht wollen wir doch erst nochmal nach Hause gehen oder nach Hause fahren, bevor wir den Scheck überreichen. Wäre nicht so gut, wenn wir da stinkend vorbeikommen. Machen wir das danach. Wir haben ja bis 18 Uhr Zeit, dahin zu gehen. Dann gehen wir erstmal nach Hause. Yay, wir sind befördert worden zum Flügelmann. Sehr schön. Tue deine Pflicht und das Militär sorgt für dich. Leichter gesagt als getan. Du hast das Kommando über ein geliehenes Flugzeug, das kein normales im Fliegen kann. Und auch dein Vorgesetzter will ständig was von dir. Doch gib die Hoffnung nicht auf. Es gibt schließlich nichts Schöneres, als durch die Lüfte zu düsen. Oh. Okay, dann gehen wir auf jeden Fall mal nach Hause, duschen in unserer coolen Dusche. Erstmal gehen wir ins Handy. Oh. Hat schon aufgelegt. Naja, wenn es was Wichtiges war, ne? War ja scheinbar nichts Wichtiges. Lemmy hat wieder was Besonderes gefunden. Was denn? Ah ja, wieder Diamanthund-Teil. Ah, eine Party bei Gladstone. Oh, da können wir gern hingehen. Machen aber erstmal die anderen Sachen, nämlich hier die beiden Aufgaben. Wir gehen erstmal den Scheck überreichen. Ist zwar, wir haben gerade zwar nicht ganz so viel Spaß, aber vielleicht dann heute Abend auf der Party könnte man ja so kombinieren. Kleiner Lemmy. Hi. Hä? Warum kam gerade dieses Geräusch? Das ist eigentlich das Geräusch, wenn sich jemand verliebt oder so. Also dieses Geräusch, wenn, zum Beispiel, wenn sich zwei küssen oder so. Ich muss das mal eben umfärben, das gefällt mir nicht von der Farbe her. So, besser. Das sah so bläulich aus. Das hat einfach überhaupt nicht gepasst. Vielleicht kam dieses Geräusch, weil sich Lemmy und Steve gesehen haben. Wer weiß. Steve, schaffst du es? Geh mal dahin, bitte. So. Und dann probieren wir das nochmal. Wo ist die Schule? Hier. So, probieren wir nochmal, mein guter. Oh Mann. Steve. Oh, das wird jetzt wieder eine Zeit dauern, bis er das hinkriegt. Mann, warum kann er das denn nicht, Mann? Nein, Violet, wir möchten kein Date mit dir. Wir haben dich zwar lieb, aber wir finden es besser, wenn du bei Armin bleibst. Danke. So. Kriegst du es mal hin mit dem Auto und so? Ach, Mann, Steve. Steve. Oh, ich hasse das. Das ist jetzt ein totaler Zeitfresser. Weißt du das, Steve? Ich wollte eigentlich noch ein bisschen was erleben mit dir. Oh Gott. Oh ne, wisst ihr was? Wir machen das jetzt anders. So. Bevor ich das jetzt noch ewig weiter mir mit anschaue. Huch. Da bin ich gerade an meine Maus gekommen. Das klingt bestimmt toll. So. Teleportieren wir dich hierher und dann kannst du den Kram machen. Das muss ich mir nur ernsthaft nicht antun mit dir. Das ist ja nur wirklich unnötig gewesen. Hey Sakura, wie geht's? Und wie lief
Wie lief's heute auf der Arbeit? Okay, möchte nichts zu sagen. Hey Ryan, möchtest du vielleicht sagen, wie es heute so lief? Seid ihr im Training vorangekommen? Oh, sein Schirm ist auch nicht mehr so ganz. Könnten wir vielleicht mal was dran ändern? Oh, hätte ich gewusst, dass das Scheckelbereichen so lange dauert, ne? Ist dann nur einmal in die Hand drücken, fertig. Aber er muss wahrscheinlich noch allen möglichen Leuten die Hand geben und so. Ja, ich hätte jetzt eigentlich gern noch das andere gemacht. Bis wann haben wir denn dafür Zeit? Bis Donnerstag. Okay, dann machen wir das mal anders. Weil ich die Aufgabe auch noch gern abgeschlossen hätte. Aber wir wollten ja auf die Party gehen. Sind zwar schon relativ müde, aber mal gucken, vielleicht. Vielleicht kriegen wir das ja trotzdem hin. Sehr schön. Ein großes Ereignis. Wie sieht eigentlich unser Star-Level so aus? Gar nicht mehr so viel. Bis zu Star Level 4. Ja, wir wollen gerne auf die Party gehen. Da hatten wir jetzt vor, hinzugehen. Oh, unsere Dusche ist scheinbar kaputt. Wenn ihr den Wunsch habt, sie zu reparieren. Also, cooles Auto. Ich denke mal, das hat vorher nicht geklappt, weil er hatte es weder im Inventar noch stand es in der Garage. Und ich denke mal, es musste irgendwie erst wieder neu generiert werden, dass er dieses wunderschöne Auto besitzt. Deswegen hat das da eben bestimmt ein bisschen rumgebackt. Hallo? Okay. Geht noch nicht. Das sieht jetzt nicht unbedingt nach Party aus. Außer einem Kind Süßigkeiten geben ist die Party glätzend. Ich hoffe mal nicht. Nee, hier stehen auch ein paar Gäste rum. Alles Gute. Alles gut, wir müssen uns keine Sorge machen um unseren guten Glätzen. Alles okay. Ah, hier ist die Musik. Warte, es ist Frühling, Kinder. Es ist Frühling. Ach, Mann. Ah. Aber die kommen hier alle her und wollen alle Süßigkeiten. Das. Oh, könnt ihr bitte nicht die Tür blockieren? Danke. Er wird gern tanzen, der Steve. Danke. Wir müssen ja auch ein bisschen unseren Spaß erfüllen. So, und dann können wir nämlich hier mit dem Typen ein bisschen quatschen. Ja, tanzen wir ein bisschen mit Darcy. Wenn sie schon mal hier ist. Hat Darcy schon immer diesen coolen Badeanzug? Ich finde den richtig cool, aber ich denke mal schon, dass sie den schon immer hat. Und ich glaube, wir haben bisher noch gar nicht wirklich irgendwie in einem Pool oder sowas mit ihr getanzt. Deswegen haben wir das noch gar nicht gesehen. Oh, sie spielt Bass. Okay, ich habe mich gerade gewundert, von wo dieser Ton kommt. Oder diese Töne. Du gehst jetzt nicht schlafen, oder? Junge, du machst gerade eine Party. Okay, dann feiern wir halt alleine. Ist okay. Wir tanzen ja hier so ein bisschen. Mal gucken, ich möchte möglichst gut den Spaß auffüllen. Aber wir können dann nachher gerne noch ein bisschen quatschen. Ein bisschen über den Regen reden. Einen Insider-Witz erzählen. Mal vielleicht noch eine Geschichte erzählen. Mit Darcy? Oh ja, mit Darcy bist du schon richtig gut befreundet. Ich würde sie auch gern bitten, seine Freundin um zu stylen, aber das ist ja leider keine Option. Soweit ich das weiß. Es wär lustig, wenn es das als Option gäbe, aber ich gehe mal nicht davon aus. So, können wir uns noch ein bisschen unterhalten. Ich weiß ja nicht, wie lange die Party geht. Die soll ja gegen 20 Uhr angefangen haben, theoretisch. Och Mann, Mädchen, warum gehst du jetzt aufs Klo? Ich will die ganzen Sachen nicht wieder abbrechen, auch wenn sie jetzt wahrscheinlich im Badezimmer quatschen werden. Aber das muss ich die ganzen Optionen wieder neu machen. Das sieht mit der Tür ein bisschen eigenartig aus, finde ich. Vor allem, weil die Tür so drei Striche hat.
Ja. Darcy sieht auch ziemlich durchtrainiert aus, oder? Wenn man sich das mal so anschaut. Ich wusste gar nicht, dass sie so. Also, naja, was heißt durchtrainiert? Ihre Arme sehen halt so ein bisschen definiert aus. Ansonsten geht's eigentlich. Aber ich weiß nicht, wir sehen Darcy selten mit so wenig an. Meistens hat sie doch schon so ein bisschen mehr an. Deswegen ist das auf jeden Fall sehr interessant. Gehst du jetzt wieder tanzen oder was machst du? Ach, hörst du dem zu? Können wir natürlich auch machen. Ach, sie haut ganz ab. Okay, ich verstehe. Okay, ihr muss so weit hinten stehen, damit ihr dem zusehen kann. Ah, auf diesem Grundstück sind keine anderen Sims zum Spielen. Ich verstehe. Dann gehen wir mal wieder nach Hause. Danke, dass du zu meiner Party gekommen bist. Immer gern. Das war ziemlich eigenartig jetzt, diese Party. Oh, es schneit. In 4 Tagen ist Sommer, aber es schneit. Okay. Ja, die Dusche ist definitiv kaputt. Interessant. Das wird wohl ein kaltes Jahr, wie es scheint. Wenn es jetzt noch am Schneien ist. Warum nicht? Ja, dann würde ich aber mal diese Folge hier an dieser Stelle beenden. Ich würde mich freuen, wenn ihr in der nächsten Folge wieder mit dabei seid. Und dann sehen wir uns hier bei Steve wieder. Werden vielleicht nochmal ein Date mit unserer guten Alice haben. Und wir werden bestimmt auch nochmal verreisen. Ich denke mal nach Ägypten das nächste Mal. Ja, und ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen schönen restlichen Tag. Ciao!